Guten Nachmittag. Maul halten. Das gilt für die Unerfahrenen. Ich hatte mich gestern, nee, vorgestern mit einem Unternehmer unterhalten und er sagt, ah, es ist gruselig. Wer keine Ahnung hat, das größte Maul. Es ist wirklich gruselig. Wie ich auf die beiden Personen komme, zeige ich dann gleich. Aber das ist mir dann im Zusammenhang damit eingefallen. So, ich hatte ja eigentlich schon davon gesprochen, keine Toleranz mehr. Keine Idiokratie. Lieber die natürliche Auslese gelten lassen. Das heißt nicht, dass wir jemanden totschlagen, deswegen, weil er blöd ist. Verblödet heißt ja nur abgestumpft, nicht dumm. Aber auch die Dummen Maul halten. Mein Gott. Und die Verblödeten, die auch nicht viel mehr Verstand mittlerweile dadurch haben, als die Dummen Maul halten. Und das müssen wir wieder einfordern. Macht mit. Wie komme ich noch zusätzlich darauf? Heute Morgen habe ich ein Video bekommen. Ein Video, was eigentlich alles aussagt. Und das hat damals funktioniert. Natürlich ist das geht jetzt viral, dieses Video. Wer es schon kennt, der wird jetzt innerlich schon grinsen. Aber das war damals das Rezept, ein ganz einfaches Rezept, dass man wirklich die Dummen im Zaum gehalten hat. Und ja, Franz Josef Strauß hatte ja schon davor gewarnt, wenn die Grünen kommen, dann wird's spannend. Bei den Roten genauso. Gucken wir es uns mal kurz an, worum es da geht. Kurz und gut. Ach, halten Sie doch den Mund, Sie Trottel. Ja. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Ja, das ist zusammengeschnitten, ne? Also man sieht es auch an der Bildqualität und so weiter. Ist ja auch klar. Ich habe mal geguckt. Das gibt schöne Reden von Franz Josef Strauß. Aber der hat letztendlich das gesagt, was uns alle bewegt. Und was nicht bloß uns bewegt, das geht, dieses Video, dieses hier, das geht ja, ach Franz, ich vermisse die so. Nee, ach Franz, ich vermisse so leid wird die. Also ich vermisse solche Leute wie dich. Ja, aber das geht ja nicht umsonst durchs Netz. Dass die gerade politischen Witze letzten Endes immer die Einstellung der Bevölkerung ausdrücken, das müsste eigentlich klar geworden sein. So, nochmal. Die Unerfahrenen, warum sie unerfahren sind, weil sie keine Bildung haben oder weiß der Kuckuck was, das ist vollkommen egal. Die Unerfahrenen, ja, die sollten gefälligst das Maul halten. Es geht nicht anders und das müssen wir wieder tun. Nicht so tolerant sein, das heißt also es ertragen, wenn andere dummes Zeug daherplappern und sagen, das wird schon wieder. Nee, das wird eben nicht wieder. Da sehen wir doch, wie weit wir gekommen sind. Das war der deswegen 92. Nachtrag, damit ich die Werbung von YouTube vermeide, die heimlich gerne mal aufgeschalten wird. So, also, macht mit, bringt diese Leute wieder dahin, wo sie hingehören, in die Ecke. Sollen sich in die Ecke stellen, Mund halten, aber uns nicht hier dazwischen fuschen und vor allem schon gar nicht sagen, wie wir zu leben haben, wie wir zu arbeiten haben. Und vor allem das Arbeiten ist wichtig, denn ja, wenn wir nicht arbeiten, dann können solche Schmarotzer letzten Endes irgendwann auch nicht mehr weiterleben. Irgendwann ist nämlich vorbei. Gut. Also, das soll es bis heute gewesen sein, obwohl ich noch etwas im Sinne habe, aber da muss ich mir erst überlegen, weil mir ist nämlich noch was passiert. Aber dazu komme ich dann später. Bei den Kommentaren ruhig bleiben, nett bleiben, das klappt eigentlich sehr gut hier. Keine wüsten Beschimpfungen über Grün, rote Idioten und so weiter. Das kann ja alles sein, aber das wissen wir hier auf diesem Kanal eh schon. Also, das ist überflüssig. Wie war das? Die Steigerung von flüssig ist überflüssig, ne? Naja, gut. Wie auch immer. Also, nochmal mein Appell. Wer jetzt hier über die Stränge schlägt in den Kommentaren, den lösche ich, den schmeiße ich raus. Macht mit, bringt die Unerfahrenen wieder dahin, wo sie hingehören. Darum geht's mir. Also, bis zum nächsten Video. Müsste bald kommen. Bis dann. Tschüss, tschüss.